Willkommen zurück zu Surviving the Aftermath bei einem weiteren Update. Huch? Ja, es gibt wieder ein neues Update und ich sag mal so, Leute, wir sind jetzt noch mehr am Arsch als vorher. Mit Abstand. Es ist ein bisschen problematisch, da in unserer Welt generell nicht alles so gut läuft. Mit diesem Update kommen zwar ein paar Features rein, die uns auch Vorteile bringen, die gut sind, aber auch einige, die definitiv nicht gut sind und uns ziemlich ins Desaster stürzen werden, noch mehr als, ja. Das letzte Update schon getan hat. Deswegen schauen wir mal. Es wurde einiges geändert. Unter anderem, es gibt jetzt Pollution. Die wunderbaren grünen Atomvorkommen, die es da gibt, die wir mal abbauen, erzeugen jetzt Pollution. Nicht nur die, sondern auch manche Gebäude. Und wenn sich da drin Leute befinden, werden die krank. Oder wenn jetzt die lange drin sind, Gebäude, die da drin sind, gehen dann halt kaputt. Müssen dann wieder gereinigt werden und repariert werden. Und bei radioaktiven Niederschlägen. Weitet sich dieses Gebiet, diese schwarzen Flecken, ja, massiv aus. Was echt problematisch ist, das heißt, wir müssen auf jeden Fall einiges um unsere Kolonie wegräumen. Und ich hoffe, es bleibt dann auch weg. Es könnte echt schwierig werden. Ich hoffe, es ist nicht so, dass bei nicht bevölkerten Gebieten da auch so ein Zeug ist. Das wäre echt scheiße. Schauen wir mal. Bekommen wir aber noch einigermaßen hin. Das viel größere Problem, was ich gerade dabei sehe, ist das Wasser 2.0. Ja, wir haben ja unsere ganzen Wasservorkommen. Die sind jetzt aber alle nur noch für Gebäude da. Es gibt jetzt ein bisschen Unterschied zwischen Wasser, was Gebäude brauchen, und was Kolonisten zum Trinken nehmen, nämlich Clean Water. Da gibt es einen Unterschied und wir haben aktuell jetzt in unserem Spielstand noch kein Wasserdepot für Clean Water. Jetzt denkt man sich, ja gut, baut mal halt schnell. Zwei Probleme. Nummer 1, wir werden gerade angegriffen. Wir müssen den Angriff nochmal neu machen. Nummer 2, wir sind mitten in einer fucking Hitzewelle. Was heißt, wir sind richtig hart am Arsch. Es könnte ja schon scheiße werden. Also, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir schauen mal. Ich kann das Zeug auch irgendwie umwandeln und müssen uns auf jeden Fall hardcore beeilen. Das könnte unser Tod jetzt sein. Es könnte sein, dass jetzt die Hälfte unserer Kolonie gerade wegstirbt, jetzt am Anfang. Falls es so ist, ist es so, dann müssen wir es halt wieder aufbauen. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir bekommen das irgendwie geregelt. Es wird auf jeden Fall eine absolute Katastrophe, Leute. Generell, ich glaube, wir können jetzt nicht so lange so halten. Aber mal schauen. Auf jeden Fall wird das Projekt deutlich länger, als ich erwartet habe. Vor allem mit den ständigen Updates. So, als nächstes. Es gibt jetzt ein unterirdischen Ressourcen, jetzt auch Rare Metals. Und die sind dafür da, um Komponenten herzustellen. An sich ganz nice, nur in unserer Map werden wahrscheinlich keine sein, weil die halt noch alt ist von vorherigen Updates oder Versionen des Spiels. Vielleicht spawnen ja doch irgendwo welche. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht von aus. Ja. Aber ist nicht so schlimm, Komponenten haben wir noch einige. Was schön, dass es drin ist. Ansonsten, ja, eigentlich wurde überarbeitet. Sieht mir hier schon ein bisschen deutlich besser. Ich hoffe, das funktioniert. Auch diese Work Areas. Die haben da so eine Art Feuer in der Mitte und so was. Und schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Und einige andere Sachen, die gleich alle aufgelistet werden. Unter anderem neue Gebäude. Und das Krasseste dabei ist, glaube ich, diese Aquafarm. Wird ans Wassertramp platziert und dann werden halt Fische geangelt. Was halt wesentlich besser ist als die normale Fischer. Ich meine nur, dass das auch irgendeinen Nachteil hat. Habe ich gehört, meine ich. Müsst ihr da mal schauen. Ansonsten kann man jetzt. Werden jetzt verschiedene Sachen hergestellt. Also Clothing zum Beispiel hier. Gibt es jetzt auch noch als so bessere Kleidung. Und Waffen gibt es jetzt nicht nur die Rifle, sondern auch eine Shotgun. Was ziemlich geil ist. Und noch einige andere Sachen. Wasserpumpen und so ein Stuff. Und Felder kann man jetzt auch auf nicht fruchtbaren Boden platzieren. Da geht allerdings die Produktivität runter. Vorkommen, statt lass mal spielen. Erzvorkommen haben wir jetzt so eine Quality-Wertung mit dabei. Das heißt, wie schnell man daraus Ressourcen gewinnen kann. Ich hoffe, wir können laden. Und so weiter. Da gibt es einige Änderungen. Und ja, mal gucken, ob wir alles hinbekommen. Also, das Wasser macht mir jetzt echt. Oh je. Ich hoffe, das stellen mich nicht alle weg. Bitte, ey. Vor allem einfach von einem Angriff. Oh Mann. Und beim Angriff und noch eine Hitzewelle wird doch kaum was gebaut. Selbst wenn ist da. Oh Mann. Ja. Ich sag mal so, Leute. Bereitet euch auf das große Sterben vor. Weil ich glaube, genau das wird jetzt passieren. Was? Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Tor erfolgreich wieder aufgebaut und erhältst Zugang zur Weltkarte.
Ach, es gibt auch so ein Ding. Das haben wir auch schon für Ewigkeiten gemacht. Egal. Das Tor ist jetzt offen oder deine Spezialisten können jetzt die weitere Welt erkunden. Waffenstore, ja. Tor wird angegriffen. Ja. So. Okay, das ist sehr gut. Guck mal. Wir haben Wasser auf Lager. 6000. Für Gebäude haben wir gar nicht gelagert. Das Ding ist. Reicht das so? Ich hoffe, das reicht. Achso, ja, genau. Man braucht jetzt Wasser für Gebäude. Also für die Felder und so was. Und da muss man dann einen Wasserturm hinsetzen oder so einen Speicher genau an die Felder ran. Ja, hat so einen speziellen Radius. Ansonsten bekommen die kein Wasser ab. Besorgt. Ja. Eignen sind dafür auch neu. Sieht man schon, Wasser fehlt hier überall. Die brauchen auch alle Wasser. Ja, die greifen gerade an. Da warten wir noch ganz kurz. Ich bin noch ein bisschen überfordert gerade. Unterernährt. So, deine Kolonisten benötigen eine ausgewogene Diät aus Gemüse und Fleisch. Du musst also dafür sorgen, dass beides ständig verfügbar ist. Unterernährung kann bei Anhaltszustand zum Tode führen. Oh mein Gott. Ja, Gemüse und Fleisch haben wir doch beides. Spezialisten. Wie geht's denn euch so hier draußen? In der Kolonie ist gerade richtig Kacke am Dampfen. Ja. Holst du gerade das raus, oder? Würde ich sagen, ja. Zumindest ist er gerade dran gewesen. So. Du erkundest weiter wahrscheinlich, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was du sonst machen sollen. Oh Mann, ey, Leute. Das wird eine Katastrophe. Scheiße. Okay, Leute, wollen wir mal. Ich habe ein bisschen Schiss davor gerade. Hier sind schon die neuen Metalle. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas haben, aber ich greife hier zu helfen, um was nachzuschauen. Ja. Also gutes Wasser wird anscheinend auch so genommen. Ich glaube nur, es kann keiner sich Wasser nehmen, weil wir nirgendwo einen Wasserbehälter haben. Hier, Wasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Wasserturm, Bohrturm, großer Wasserturm. Da fehlen Sachen, Leute. Ich glaube, wir müssen noch Sachen erforschen. Scheiße. Moment. Was ist das hier? Oh ja, jetzt gucken wir uns alle erst an. Erstmal erforschen wir. Alles nach und nach. Ne? So. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut, aber mir ist die gerade gut laut. Fischzucht, Junge. Will aber nicht. Gerettete Tonnen. Großer Trinkwasserspeicher. Darauf will ich hinaus. Eine Pumpe? Eine Wasserpumpe? Wunderbar. Ja, erstmal würde ich sagen, einen großen Tank. Wichtigste. Logistik, Windkraft. Raffinerie. Elektromontage. Ja, das ist das Neueste. Ja, das wird heftig. Hier kann man alles herstellen? Nee. Wahrscheinlich, da kann man wahrscheinlich nur Komponenten herstellen, gehe ich schon aus. Naja, Komponenten. Naja, brauchen wir aber aktuell nicht. Vor allem, die brauchen so viele Sachen da. Ja, oder? Instandhaltung. Ja, gucken wir da mal. Kolonie ist, glaube ich, nichts neu. Nope, oder Kunden, weiß ich gerade nicht. Nein, auch nicht. Okay, Leute, gehen wir erstmal hier auf das da. Guck mal, wir haben keine Pollution. Wie geil ist das denn bitte schön? Oder es kommt noch und die erzeugt sich jetzt erst gerade. Oder auf unserer Web gibt es einfach keine, weil die halt veraltet ist. Und normal wird hier eine Flecken irgendwo sein. Hier ist gelb. Hier ist Verschmutzung. Aber noch ist nichts da. Also wahrscheinlich kommt das noch. Ja. Nice. Hier könnte auch noch was kommen, aber safe sogar. Hier oben, unter das Metall. Das wird auf jeden Fall Verschmutzung produzieren. Aber ist ja im Arsch der Welt. Okay, Leute, ich würde erstmal ganz kurz eine Sache bauen. Also soll ich einfach mal machen, Trinkwasser speichern. Holen sich dann daraus das Wasser, oder wie ist das? Ich werde mal unten die Base irgendwo hinbauen, dass die halt da ran können. Ja. Da aber auch die Nahrung ist oder so, oder? Ist nur ein Weg, will ich nicht.
Da darf ich nicht. Da kann man Sachen so geil auf Weg platzieren. Das war auch neu, oder? Ja. Da konnte man. Will ich das da? Das war auch Verschmutzung. Das hat doch gar keinen Sinn. Und dann hat das generell Verschmutzung. Nicht, dass da lauter Flasche drüber latschen. Frag mal, machen wir den Trinkwasserspeicher hin, Leute. Hier ist gut. Du kannst immer noch mal ändern. Hohe Prio. So. Nice. Achso, genau, Produktion kann man übrigens auch erst begrenzen auf eine gewisse Anzahl. Also Beispiel unsere Werkstätten. Zuerst machen. Hier. Produktionsnehmer kann man sagen, weil die sollen ja nicht durch die Platten verbrauchen. Ich würde sagen, wir ballern den auf 30 erstmal. Und wenn wir hier 30 haben, sollen wir unsere keine mehr herstellen. Standard, und das sind langlebige Werkzeuge. Was kosten die denn dann? Was sind genau so viel? Wahrscheinlich nicht. Na, wahrscheinlich sind die teurer. Okay, Kleidung können wir auch gerade machen. Ach, die Scheiße musst du überall einstellen, ne? Du hast überall. Nee, ist überall eingestellt. Das ist schon. Ja, das ist schon. Naja. Guck mal, Alter, wie viel Kleidung wir haben. Also 50, mehr brauchen wir nicht. Weil, machen wir 60. 60. Bestätigen. Da kommt jetzt auch sagen, die bessere, ne? Wir können mal die normale Kleidung herstellen. Und die nebendran tun wir die bessere Kleidung herstellen. Und die machen wir eine Kapazität von 20. Ich weiß nicht, wie teuer die sind. Oder 30. Ah, 30. Kostet 3? Kostet auch 3. Vielleicht sind die auch gleich teuer. I don't know. Wahrscheinlich einmal durcharbeiten. So, wir haben jetzt ein größeres Problem. Sind unsere Leute auf Position? Ich würde immer speichern. Wir haben ein bisschen was gemacht. Was haben wir denn hier die 38 gehabt, ne? Ja. Okay. Ich erstelle jetzt eigentlich für Season, aber das habe ich mittlerweile nicht mehr übernommen. Wir sind nicht bei Season 39, sondern bei Speicherstand 39. So, ja. Wie sieht's hier aus mit unseren wunderbaren Towers? So, ja. Weil wenn die jetzt immer so angezeigt wird, so ein Symbol durchgehend. Bitte ja. Wie nicht, aber warum wird das hier angezeigt? Das raff ich gerade noch nicht. Ach nee, das wird gebaut. Oh lol, das ist hohe Prio. Na gut. Ja. Ihr. Bitte alle mal zum Eingang. Schnell. Oder. Bleibt jetzt bitte mal hier so. Dass ich nicht genau, wo da Leute angerannt kommen. Das sieht eigentlich recht cool aus, ne? Hm. So, noch irgendwer, der bewegt werden muss? Du? Hier kommt ja eigentlich keiner, weil hier nichts ist. Ich geh mal eher da so hin. Ne, bleibst du mal schön hier. Bleibst du mal schön hier. Wir müssen viel mehr drauf achten dieses Mal, Leute, dass nichts passiert. Ach, hier ist diese, wo er abgebaut wird. Geil. Freut mich. Ja. Sehe ich auch so. Okay. Cool. Ihr habt gewonnen, ihr Assis. So, Leute. Wir schaffen das nicht, ne? Und sie ist halt noch schlechter, Alter, jetzt. So, da wird schon jemand angeschossen. Wie unfair ist das denn, bitteschön? Hier sind zwei Banditen. Pass mal auf jetzt hier. Ihr beiden. Ruf da. LOL! Leute, endlich! Jawohl! Wir wurden erhört! Quasi! Guckt euch die roten Symbole an! Endlich! Das Wichtigste überhaupt! Und die rennen bei uns in die Siedlung rein! Deswegen haben wir die ganze Zeit nicht gesehen! Die sind da, aber die kommen von außerhalb rein! LOL, das heißt, die kommen auch von außen reingerannt? Nur von allen Seiten? Deswegen sind die überall! Das heißt, die spawnen gar nicht random! Müssen nur alle Seiten verteidigen! Oh mein Gott! Okay. Die sind noch da oben, ne? Oben kommt 3. Da kommt 3 und unten kommt 3. Okay, dort können auch viel mehr arbeiten, Leute. Das wird doch jetzt viel einfacher. Pass mal auf hier. Du. Jetzt bist noch da. Mir fällt ein bisschen aber oben verteidigen, so schnell wie möglich. Die kommen von hier rein gerade. Die werden locker alle hier einbrechen. Locker.
Sogar 4. 5. Warum kommt keiner? Bisher zumindest. Okay, da drüben haben wir ein kleineres bis größeres Problem. Ups. Weil wir hier nur einen haben gerade. Also wir sollten eigentlich 3 Spezialisten für jede Seite haben, quasi. In der Kolonie. Also quasi alle. So, und unsere Mannequins hier. Da ist ein Mannequin. Wo ist der andere? Du brauchst zu lange. Egal, renn mit hier hoch. Und von dem Wachturm müssen auch noch welche rumeiern. Da ist einer. Uns auf jeden Fall mit hier hin. Wir bekommen es hin, Leute. Das wird auf jeden Fall deutlich einfacher. Und man sieht halt auch mal, wo die kommen. Das war halt das Ganze, was ich so hart bemängelt habe. Noch im Arsch der Welt. Was mit hier hin? So, wollen wir noch Wachtürme? Ihr habt einen Wachturm, der ist dann recht unnötig derzeit. Ihr beiden. Dann bitte, wenn ihr könnt, noch. Jo. Ja, du, ihr beiden. Bitte auch hier hoch. Er ist sogar hier hin. Ich hoffe, wir das ganz oben können angreifen, ne? Wo sind eigentlich die beiden gerade? Wir haben noch 2. So, wenn ich glaube, das ist ein, ne, wie lange brauche, aber ich will halt auf jeden Fall, dass das alles gut geht. Und jetzt bitte mal nach hier, wenn du noch kannst. So. Wo ist eine andere jetzt noch? Einer fehlt noch. Oder ist da nur einer drin? Ne, da sind 2 drin. Wo ist eine andere? Und alle Einsatzkräfte hier bewegen. Da ist einer. Er hat gerade andere rum. Hallo. Junge, du sollst arbeiten. Wo ist der? Okay, der hat Urlaub. Adaptivding, okay. Nee, passt schon. Der hatte Urlaub. Okay, Leute. Der erste Angriff ist hier unten. Dann müssen wir wie viele Mannequins abwehren? Ja, ist doch schlecht. 3. Müssen danach raus. Wo sind denn die 3? Alle auf einem Haufen. Kann ich bitte... Kann ich nicht wegbefehligen. Du wirst vielleicht sterben, Area. Das sind 4 oder so. Oh, wie viele sind das? Das sind 5 oder 6 Stück. Eine Sache, Leute. Wenn wir Spezialisten verlieren, laden wir neu. Ganz wichtig, schon was zu sagen. Ich hab Gas. Ja, ich arbeite dran, Leute. Ja, ja. Also drin ist Feuer. Nein, nein, nein. Nicht dahin laufen, sondern konzentriertes Feuer, bitte. Nicht, warum nicht? Nee, nicht dahin laufen, schießen sollte, ja. Ich weiß nicht, warum ich nicht drücken kann zum Angreifen gerade. Das ist ein bisschen strange. Vielleicht auch, weil ich auf den Beutel drücke, ja. Ich hab mir die helfen, sehr gut. Wir müssen lange mal gucken, wo die anderen kommen. Gemeinsames Schutzfeuer bitte. Auf. Auf Alter. Wir können hier schießen leider gerade. Weil so viele Kolonisten sind. Das geht. Okay, gucken wir kurz mal, was die anderen Fronten machen. Die 3 sind wo? Der wird schon bereits beschossen von unseren Wachen. Die rennen ja nicht auf dich zu, oder? Da kommen sie, da ist einer.
Okay, wie sieht's oben aus? Oben sind ja auch vier anscheinend. Bin auch schon da. Ja, und cool. Ihr beiden? Seht das so? So ein Böser, oder? Ist doof. So, warte hier. Okay, die rennen dahin. Die nutzen sich am schlimmsten bisher noch aus, weil wir auch einen Spezialisten-Grip haben fast, aber hier sind ja einige. Die laufen gerade, die laufen weg. Warum laufen die weg? Sind die alle tot? Ich würde sagen, nein. Die können gerade leider nicht schießen, was ich ein bisschen schade finde. Sani, wo kommst du hin? Hoffe ich. Wie ist die oben aus? Die oben ist, glaube ich, auch ziemlich ungemütlich. Was ist denn hin? Was ist so hin? Gebäude wird angegriffen. Alter. Wo sind denn meine ganzen Wachen hin? Da ist noch eine Wache. Ey! Oder? Wache? Sind alle tot hier unten? Sind sie. Okay, alle? Und du bist angeschlagen, ne? Du nicht, aber die anderen beiden auf jeden Fall. Wo siehst du schlimmer aus? Sagen wir es mal so. Da kommt drei. Schaffen wir. Hier oben sind es noch vier. Wovon zwei fast tot sind. Ich geht ihn bitte noch nach oben rechts, sicherheitshalber. So, hier gucken wir kurz mal, wie es aussieht. Mega stark beschädigt. Wo kommen wir aber hin? Wo kommen wir hin? Wird gemacht. Ja, ich arbeite dran. Wir sind bei. Ich finde Wasser. Was schießt ihr gerade hier? Wo kommt ihr hin? Ich sehe sogar meine Leute. Oder? Die gerade im Kampf verwickelt sind, oder? Würde ich sagen. Weil ich sehe das nirgendwo. Weil ich sehe das nirgendwo ein Symbol dafür tatsächlich. Was sieht denn hier aus? Ja, okay, die haben ein paar Sachen beschädigt. Könnte kaputt gehen, aber die haben keine Leute bisher getötet. Das läuft wesentlich besser, wenn man weiß, wo die sind. Also, abartig besser. Ja, Wassermangel für Produktion. Das ist absolut okay. Und so, jetzt hier ist noch was. Oh, danke, dass sie es eingebaut haben. Das ist echt mir so extrem wichtig. Das ist auch gar nicht unlogisch. Die spawnen gar nicht random. Sondern die kommen halt von außen reingelaufen. Das wusste man halt vorher nicht. Dann gibt es durchaus Sinn. Dann sage ich nichts dagegen. Auch komisch, wenn die dann von allen Seiten kommen, aber ist okay. Sieg! Huh. So, Leute. Reparatur bitte. Dringend. Ja. Wir werden erstmal alle Türme ausleeren wieder.
Leute wieder arbeiten. Jetzt müssen wir gucken, was wir für die Hitzewelle irgendwie überstehen. Das wäre das nächste Problem. Und generell alle Änderungen mit einberechnen. Aber es lief, ehrlich gesagt, mit Abstand besser als erwartet. Ich dachte echt, dass sie jetzt gerade die Fliegen umgibt, meine Kolonisten, weil kein Wasser. Aber anscheinend ist das nicht ganz der Fall, weil die nutzen das Wasser, weil nur Gebäude haben gerade kein Wasser. Das ging auch richtig rum. So. Ja, Reparatur auf jeden Fall. Und die greifen trotzdem an, auch wenn das Tor zu ist. Und umso mehr wir die beschädigen, die Gegner quasi, bis das Tor fällt, umso weniger kommen. Also reparieren wir. Naja, da kann er rein. Vielleicht, sobald es gerade geht. Achso, wenn eine Produktion angehalten wird, weil, ne, 30 erreicht sind zum Beispiel, dann macht er auch andere Sachen. Da ist ja kurz keiner drin quasi. Nein, Alter! So, Entschuldigung. Okay, aus Türmen raus. Ganz wichtig, hier. Aus. Wenn wir die Türme sind. Das ist echt hübscher geworden mit den Symbolen, oder? Was seid ihr dazu? Ist ja schon schön. Sieht auch direkt, wie die Türme sind, ey. Ich würde jetzt ein paar Symbole gerne wegbekommen, Alter. Darum kümmern wir uns auch noch, wenn es mal ein bisschen besser hier läuft. Aktuell sehe ich tatsächlich wieder bergauf dran, aber mal gucken. Noch heißt das hier gar nichts, ja. Nur weil wir einen Angriff überlebt haben. So. Das wird repariert. Der Turm hier oben noch geleert werden, da wurde nicht nichts angegriffen. Dort haben wir gerade 21 Leute. Und ich weiß von Leuten, dass die auf jeden Fall schon mehr als 120 Monate hatten. Auch 140 oder 150 oder anscheinend. Liegt es in irgendwas? Ich weiß nicht, was. Warum wir nicht mehr bekommen? Anscheinend gibt es einen Cap. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es nicht. So, repariert alles. Macht alles. Ganz. Oh, fuck. Es werden gerade keine Leute geheilt. Weil. Wir kein Wasser haben. Dafür brauchen wir einen Wasserturm. Nur wohin? Wir haben einfach keinen Platz. Das wurde damals nicht mit einberechnet und die brauchen alle Wasser. Ich muss so Dinge mit abreißen. Dann halt da einen Wasserspeicher bauen für alle. Wir müssen leider ein Ding hier abreißen, ein Feldhospital. Oder es umplatzieren später vielleicht und auch woanders. Vielleicht nach jedem dran, wenn es noch passt. Ja, und da kann man hier Wasserspeicher einbauen. Ich weiß nicht, wie ist das ein großer Wasserturm? Hat mehr Range. Okay. Ja, vielleicht auch nicht. Hier einen großen Wasserturm. Wir bauen schon das meiste Wasser. Da war dann noch einen zweiten großen Wasserturm. Hier unten irgendwo noch mit reinbauen, dass es auch noch Wasser bekommt, was ziemlich geil wäre. Hier zum Beispiel. Dann sind auch alle zufrieden. Man hat das hier aber Highest Priority. Ding ist nur. Achso, guck mal, aber zu noten, ne? Also auch wie viel da noch in Waffen drin sind. Das Ding ist halt gerade. Wir haben einiges, was gemacht werden muss. Ich weiß nicht, ob die jetzt das hier priorisieren. Ich habe Angst, dass Leute gesterben. Kolonisten werden angegriffen. Ist verletzt. Könnte sein, dass sie doch stirbt. Das ist jetzt das Ding. Also wir könnten tatsächlich einen Toten bekommen, weil wir jetzt hier kein Wasser haben. Ich werde kurz mal pausieren. Wird schon irgendwas gebaut? Was haben wir noch angefangen? Pausieren. Haben die Leute Wasser? Das ist das andere Ding. Ernährung. Keine Ahnung. Stimmt. Wir sterben, oder? Mhm. Ich will aber trotzdem kein Wasser für Gebäude lagern, das werden wir doch nicht fertig bauen. Sie wird sterben. Aha. Leider. Komm, wie geht denn das? Also, wir können. Dann mach ich mal gucken, ob das hier Wasser braucht. Braucht das Wasser? Braucht Wasser, das braucht kein Wasser. Braucht aber auch 6 Platten. 6 Platten haben wir einfach gerade nicht. Wir könnten einmal jetzt nicht halt generell mal irgendwo ein Backup haben. Finde ich eigentlich generell ganz geil. Weil brauchen wir halt einfach. Vielleicht nicht unbedingt da, aber hier so. Okay, auf jetzt hier. Wir werden Reparaturen abbrechen. Die Dinger brennen eh ab, wenn man ehrlich ist. Wir haben eh keine Platten.
Wir brauchen gerade andere Sachen. Brennen halt scheiß zwei Sägewerke ab. Hey, wir haben genug. Oder? Wir haben nur zwei Sägewerke, ne? Haben genug Holz. Bauen wir dann neu. Nicht schlimm. So, bitte Nacht. Ich glaube, wir sind da trotzdem sterben. Wenn ich das Ding rechtzeitig gebaut wird, glaube ich nicht dran. Sorry. Wir können gerade nichts dagegen tun. Warte gerade nochmal. Einfach so, ist egal. Einfach nur, weil wir einfach gut überlebt haben, falls wir jetzt irgendwas gerade verkacken, dass wir nochmal laden könnt. Wir werden Kolonisten verlieren, Leute. Oh, es ist sogar kaputt gegangen. Aua. Ja, der wird sterben. I'm sorry. Aber übrigens gerade nichts hier. Seht ihr das hier? Ah, jetzt wird's gebaut. Aber es wird zu spät. Oder? Wird es zu spät sein? Ich glaube, es ist zu spät. Was geht hier los? Dreckig, Todesangst. Ne. Naja, gibt. Aber ja, es gibt Schlimmeres. Schade, dass hier so. Die so zugrunde geht. Weil wir kein Medizinzentrum offen hatten, weil wir kein Wasser haben. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Wir hatten eine gute Versorgung. Aber. Naja, es geht schlimmer. Danke für deine Dienste. Area. Aua. Tut mir leid. Was brauchen wir denn jetzt zuerst? Brauchen wir trinken Wasser auch, ne? Wie lange geht denn diese scheiß Hitzewelle eigentlich noch? Wir müssen so viel jetzt bauen, Leute. Kann ich auch mal pausieren, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Wir haben gerade keinen, der irgendwie. Wir brauchen wir trinken Wasser jetzt. Aber gerade nichts, oder? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen jetzt so viel bauen jetzt. Oh mein Gott! Ah, vielleicht werden doch noch Leute sterben, wenn es mir lieb ist. Also hier haben wir Strahlenkrankheit. Kann auch nicht geheilt werden, weil wir ja hier kein Dings haben. Oh, den Eimer fertig. Hitzewelle geht zu Ende. Lol. Geht sie gerade zu Ende? Ich bin unsicher. Nee, na. Aufgrund. Aber haben schon vorgesorgt, dass es nicht so schnell runtergeht. Sehr schön. Hitzewelle, geh bitte zu Ende. Tu mir den Gefallen. Du gehst ja schon so lange. Es werden hier so viele Leute sterben, weil kein Wasser mehr da ist. Bitte nicht. Mach's nicht. Nee. Please. Bitte tu es nicht. Reparatur macht er das dann gemacht, wenn wir die Platten noch dafür haben. Wir könnten. Was haben wir denn an Wassermöglichkeiten? Irgendwie anders, oder? Water! Wasserspeicher produziert 7. Boah, Strom. Wir haben Strom. Bohrbrunnen können wir uns aber nicht leisten. Produziert 12. Was ist, wenn wir noch ein paar davon hinballern? Kosten ja nichts. Oder? Das haben wir eh nicht. Okay. Lasst nochmal davon ein paar placen. Einfach nur, damit wir jetzt nicht drauf gehen. Weiß ja auch nicht, Leute. Baut. Dann brauchen wir 4, 5, keine Ahnung, Alter. Shit, ist kein Wasser. Ich reiß dich auch wieder ab, ja. Wie immer. Ich weiß nicht, wo ich die hinbauen soll gerade. Also eher das Problem. Brauchen wir die 3 erstmal wieder.
Die Sport, der Ripp, ne? Sag's nur so. Draußen reicht das Wasser nicht. Hör zu dem auf. Wird gebaut. Alle wahrscheinlich gerade. So, das war's mit Wasser, ne? Jetzt geht's Leben von den Leuten runter. Im Moment. Gebaut. Bitte. Hitzewelle geht zu Ende. Huh? So, jetzt geht's noch los mit Radioaktivität. Zeug. Vielleicht werden die ersten Leute durstig sein. Ganz schön viele Leute in Radioaktivität. Radioaktivität nehmen wir gerade auf. Wahrscheinlich wegen Pollution. Hier gibt's Pollution. Oh lol. Da gibt's Pollution. Das ist echt schlecht. Oh lol. Die Klos. Wir dürfen nicht überall in der Siedlung Toiletten hinbauen. Das Grab ist okay. Gut zu wissen. Das war auch klar. Auch alles vorhersehbar. Okay. Okay. Wir arbeiten dran, Leute. Wir arbeiten dran. Wir können schaffen. Ich sehe gerade eine Überlängenfolge. Ja. Ich würde sagen, das war's mit der Folge gewesen. Nächste Folge machen wir die restlichen Sachen hier und reparieren noch ein bisschen mehr. Viel zu tun. Wodurch ich erstmal die Zeit wieder vergessen habe. Es wird immer besser mit den Folgenlängen. Wir hatten mal 20 Minuten Folgen, Leute. Wisst ihr das noch? Die Zeiten, die guten alten Zeiten. Naja. Ich würde sagen. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge von Surviving the Aftermath.